Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich riesig, euch zu den Ufergesprächen am heutigen Sonntag begrüßen zu dürfen. Euch, die ihr Teil meiner Book-Familie seid, euch, die ihr Seherinnen und Seher meiner magischen Bibliothek seid oder wie ihr auch immer zu diesem Video kommen werdet. Erstmal möchte ich mich bei allen von Herzen bedanken, die mir Ihre Feedbacks zu unseren ersten Gesprächen geschickt haben, Ihre Begeisterung, Ihre konstruktive Kritik und Ihre Wünsche, worüber wir die nächsten Ufergespräche sprechen sollten. Und das Thema, was ich mir mit Gabi zusammen ausgeguckt habe für heute, ist ein Thema, wo öfter gefragt wurde, ob ich dazu mal was sagen könnte oder wir was dazu sagen könnte, weil es für viele Menschen ein bisschen missverständlich rüberkommt, wenn ich darüber rede. Das ist das Thema des Dienens oder des Dienstes. Und ja, wir waren beide voller Freude, uns hier nochmal ausdrücken zu dürfen, vielleicht noch mehr und klarer zu zeigen, was wir mit diesem Wort, was ja doch eine Menge negative Vorbelastungen hat, so auf sich hat. Ich persönlich hatte mit dem Wort dienen oder Dienst nie ein Problem. Dieses Wort hat mich eher immer so ja sehr angesprochen. Ich komme ja aus einer Familie von Händlern. Meine Eltern waren leidenschaftliche Kaufleute und meine Mutter hat immer wieder gesagt, Verkaufen ist das Schönste, was es gibt. Und sie hatte immer ein ganz starkes Bewusstsein, ihren Kunden einen Dienst zu leisten. Also eine Dienstleistung erbringen, war für meine Eltern beide etwas sehr, sehr Ehrenhaftes. Und darum habe ich auch mit dem Verkaufen nie ein Problem gehabt und auch nicht mit dem Leisten eines Dienstes. Das ist sowas wie die Grundbasis, die ich zu diesem Wort mitgekriegt habe. Und dass ich, wenn ich dieses Wort gehört habe, jemand leistet einen Dienst, dass ich nie irgendwie negativ darauf vibriert habe, sondern in diesem Dienstleisten immer etwas gesehen habe, was wenig zu tun hat mit Dienern oder Dienen im unterwürfigen Sinne. Ich habe mein Leben lang immer Dienstleisten und Dienen erlebt, dass wenn ich mich ganz hingebe, dem ich diene, ich einer Ebene, einer Instanz diene, die wie ein Stück hinter dem steht, dem ich diene, die irgendwie wie größer ist, wie der, dem ich diene. Und ich kenne das Dienen und das etwas für Menschen machen aus rein narzisstisch-hysterischen Gründen. Ich tue etwas Gutes für jemand, damit der glücklich ist und dass dessen Augen leuchten und das mein narzisstischer Input ist. Das kenne ich und damit bin ich auch im Frieden und das darf auch sein. Aber ich kenne das, besonders wenn ich aus dem Herzen diene, einer Sache oder auch Menschen, besonders Schülern von mir, Patienten von mir oder Menschen, die liebend und auch Gefährtinnen technisch meinen Weg begleiten, dass dann dieses Dienen überhaupt nichts zu tun hat mit Devotion, überhaupt nichts zu tun hat mit Unterwürfigkeit, sondern etwas sehr Kraftvolles kriegt, etwas sehr, ja fast Stolzes kriegt. Ich bin stolz darauf, dir und dem, wofür du stehst, auch als Prinzip, einen Dienst zu leisten. Und das habe ich mit totalem Herzenseinsatz immer bei meinen Lehrern gemacht. Ich konnte meinen Lehrern auf eine Art und Weise dienen oder zu Diensten sein, dass es wiederum anderen schon fast peinlich war, mich in diesem Dienst zu sehen, was für mich aber was ganz Selbstverständliches war und wo ich das Gefühl habe, damit auch nur ansatzweise das ausgleichen zu können, was der Dienst meiner Lehrer an mich anbetraf, ja. Also ich habe auch meine Lehrer immer ganz dienend mir gegenüber erlebt. Wir dienten uns gegenseitig. Das ist sowieso die höchste Form des Dienstes, dass wir uns gegenseitig dienen. Nicht unbedingt gleichzeitig, aber gegenseitig.
Und so habe ich das auch erlebt mit Menschen, denen ich sonst dienen durfte. Ob das meine Patienten sind, ob das meine Schüler sind, ob das meine Gefährten und meine Gefährtinnen sind. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich ganz aus dem Herzen heraus diene, ganz aus der Liebe heraus diene, dann darf da durchaus auch was Narzisstisches abfallen. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ. Aber der Dienst an sich richtet sich an mehr wie die Befriedigung meines Narzissmus. Er richtet sich an etwas, wo ich sage, wo so eine tiefe, fast andersweltliche Freude aufkommt, wenn ich sehe, was mein Dienst an jemand in diesen Menschen bewirkt, was mein Dienst an und für jemand mit diesen Menschen macht und wie der vielleicht auf eine Art und Weise erblüht, wie er das ohne diesen Dienst nicht getan hätte. Also ich kann nur sagen, der Unterschied zwischen von Herzen dienen oder Diener sein oder unterwürfig sein, ist die Haltung des Dienenden und das erweiterte Objekt, dem gedient wird. Ich hoffe, dass da bei euch irgendwie was resoniert, was ich hier meine, weil ich merke, da fällt es mir auch manchmal schwer, die rechten Worte für zu finden. Aber ich hoffe, dass es etwas in euch berührt, was mit meiner Wahrheit, die ich euch jetzt gerne schenken würde, resoniert. Also für mich ist Dienst ein Stück heiliges Tun, tiefste mitmenschliche Zuwendung. Und es gibt so einen Satz von John F. Kennedy, der sich vielleicht jetzt ein bisschen altmodisch anhört, der mal gesagt hat, was sollte jemand denken, wenn er morgens erwacht? Er hatte das auf Amerikaner bezogen, aber das kann ich auch auf meine Engelwölfe, auf meine Schule, auf unser Land beziehen. Er sollte als erstes daran denken, welchen Dienst er seiner Gemeinschaft leisten kann, was er für diese Gemeinschaft, in der er lebt, tun kann. Ja, und darum hoffe ich, dass dieser Dienst, und ich sehe auch unsere Ufergespräche als eine Form des Dienstes an euch, für euch und für etwas Größeres, was hinter euch steht, dass euch dies berührt und dass wir eine gute Art des Umgangs damit finden. Über ungute Arten des Umgangs mit Dienst werde ich zum Abschluss nochmal sprechen. Aber jetzt vielleicht erstmal zu den guten Arten, und darum freue ich mich von Herzen, dass unsere Gabi wieder mit dabei ist und jetzt was aus ihrer Sicht zum Thema Dienst und Dienen sagt. Halleluja. Halleluja. Ja, so wie du ein alter Kaufmannssohn bist, bin ich ja eine Kneipentochter. Und das heißt, schon als Kind war für mich dieser Begriff bedienen was völlig Selbstverständliches. Ich konnte nicht mit meinen Freundinnen am Wochenende weg, weil ich musste bedienen, also die Gäste bedienen. Und gleichzeitig gehört das Wort dienen ja auch in diesen altmodischen, in Anführungsstrichen, Kontext, so wie der alte Anstand. Ne, weil heutzutage heißt es ja at your service, Servicekraft und so weiter und so fort. Und als ich dann auf den Sufi-Weg gekommen bin, da ist mir der Begriff des Wortes dienen, Diener sein, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise klar geworden. Weil es gibt manchmal so eine kleine Verwechslung, dass gedacht wird, der Diener ist ein Sklave. Aber der Sklave ist gezwungen, der muss, der hat keine Wahl. Der Diener macht seinen Dienst freiwillig. Und da geht es auch genauso darum, gerade auf dem Sufi-Weg, der Diener des großen Geheimnisses zu sein. Und man dient dem großen Geheimnis natürlich durch den Dienst am Mensch, an der Umwelt, am Tier. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist diese Geschichte, dass wir in unserer Zeit jetzt, wir sind ja nicht ständig und immer zu Diener, sondern manchmal sind wir auch in der anderen Rolle. Und das ist eine Erfahrung, die konnte ich in meinem Trommelleben super gut machen.
Ich spiele seit 30 Jahren in unserer Samba-Band. Das ist ein riesengroßes Schlagwerk-Orchester. Da spielen wir mit 4 Leuten genau dieselbe Figur. Keiner schert aus, wir machen genau das Gleiche. Und wir dienen da alle zusammen, damit das große Bild einfach Wucht und Power und Drive hat. Wenn ich aber selber unterrichte, afrikanische Trommeln, dann bin ich ganz klar der Boss und sag an, was gemacht wird. Und das finde ich auch sehr wichtig, einfach, dass man weiß, Dienst ist freiwillig. Man entscheidet sich dafür. Und B, einmal Diener heißt nicht immer Diener. Also Diener des großen Geheimnisses, das ist ein Weg, dem sollte man immer folgen, finde ich. Aber auch führen kann Dienst am großen Geheimnis sein. Und ihr wisst ja alle, dass ich alles immer von 2 Seiten sehe, weil auch der Weg des Dienens oder Bhakti-Yoga ist auch nichts anderes. Bhakti ist Dienst. Genau. Auch der Weg hat natürlich seine Tücken und seine Fallen und Fallstricke. Ne? Genau nach dem, was C.G. Jung einfach immer sagt, der Mensch und sein Bewusstsein entwickeln sich durch diese unglaubliche Reibung der scheinbar unvereinbaren Gegensätze. Aber dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Und mich würde jetzt total interessieren, Andreas, du hast ja eben gesagt, es gibt auch eine Falle beim Dienen. Was das für dich ist? Ja, also bevor ich über die Falle rede, möchte ich noch über eine andere Sache reden, wo der Begriff des Dienens und des Dienstes für mich nochmal ganz wichtig geworden ist. Ich bin ja seit 2014 auf einem Weg, den ich im weitesten Sinne den Drachenweg nennen möchte, wo ich erst mit Daniela Krämer und dann mit Dr. Susanne Schamfuß und jetzt mit Annika Jarchow und Christine Oberberger, Frau Doktor, im Grunde Menschen helfe, Frauen und Männern, ein bisschen mehr Frauen, zu einer Instanz in sich einen Kontakt zu kriegen, die wir die Drachen oder bei Dr. Schamfuß war es eher die Morrigan, also eine Göttinnenkraft der Wildheit, der Wollust, der Magie und der Erotik nannten. Und wir haben durch ganz bestimmte Rituale, Leibarbeit, Drachenbegegnungen, Mikrocoachings, Heilsaunen etc. Wir hatten eine Vielfalt von Handwerkszeugen, die wir jetzt mit Christine und Annika weiterentwickeln werden, haben wir vielen, vielen Menschen geholfen, an diese großen Kräfte, an diese großen magisch-erotischen Kräfte zu kommen, die in ihnen schlummern, in uns allen schlummern, würde ich behaupten. Und da gab es oft ein Phänomen, gerade bei den Frauen, dass wenn die zurück in ihre Familien kamen, in ihre Beziehungen kamen, die Männer vor diesen neuen Kräften ihrer Frauen, vor ihrer neuen Magie, von ihrer neuen Wollust oft wahnsinnig überfordert waren und sich dann teilweise zurückgezogen haben, was für die Frauen wieder ganz schrecklich war. Ich bin jetzt endlich mal in meiner Kraft und ich erlebe meine orgastische Potenz und ich kann Dinge mit einmal fühlen, die habe ich noch nie gefühlt in meinem Leben. Und in dem Moment zieht sich mein Mann zurück. Aus Angst. Dem Anspruch, der auch in diesem Neuen war, dem nicht mehr entsprechen zu können. Und dann habe ich angefangen, mit diesen Männern zu arbeiten. Und ein Weg, den ich diesen Männern vorgeben konnte, weil den kenne ich auch bei mir, war zu begreifen, dass es etwas unendlich Schönes, etwas unendlich Kostbares ist. Selbst wenn es einem vielleicht sehr fremd ist, sich in den Dienst dieses weiblich-matriarchalen, lustvollen, magischen zu stellen. Auch wenn ich es selbst so überhaupt nicht erleben kann, anfänglich. Auch wenn ich
noch gar keine Vorstellung habe, was passiert da jetzt bei meiner Partnerin gerade, nachdem sie im ersten oder zweiten oder dritten Seminar war, ist es total entlastend, einfach zu sagen, danke, 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 dass ich das erleben darf und ich stelle mich jetzt dienend dieser Kraft zur Verfügung. Und alleine dieser Bewusstseins-Switch vom ich bin überfordert, ich kann dem überhaupt nicht folgen, ich kann dem überhaupt nicht erektionstechnisch oder sonst wie nachkommen, verändert die Haltung des Mannes und er wird durch seinen Dienst zum Empfangenen. Und dann ändert sich in ihm ganz viel auch auf diesem Bereich, alleine dadurch, dass er empfängt, dem er dient. Und da ist nochmal ein Wort für mich hochgekommen von Bert Hellinger, der mal vor 25 Jahren den Satz sagte, der Mann wird zum Mann durch seinen Dienst einer Frau. Da ist bestimmt auch andersrum was dran. Dazu kann ich noch nicht so viel sagen, aber ich kann garantiert sagen, Männer, die aus ihrer eigenen Würde heraus, nicht aus einem falschen Devotismus, nicht aus einer falschen Kindlichkeit, sondern ich sage mal aus ihrem hoffentlich auch irgendwann mal gezündeten Wolf oder gezündeten Shiva heraus, sich in diesen Dienst an das Mysterium von Drachen und Morrigan gegeben haben, im Dienst, im Dienen. Und es ist allgemeinmenschlich, aber auch erotisch praktisch, werden durch diesen Dienst unbeschreiblich beschenkt. Ja, Teil 2, weil da, wo wir bis jetzt waren, brach uns das Netz weg. Wir haben jetzt den Platz geändert und hoffen, hier ein konstanteres Netz zu haben. Also, ich war dabei, Lehrerfehler, Beziehungsfehler, Dienstfehler. Man muss einfach aufpassen, wenn man jemand hingegeben einen Dienst leistet, dass der wirklich in der Lage ist, erwachsen und sozial auf diesen geleisteten Dienst zu reagieren, entweder indem er womit auch immer diesen Dienst ausgleicht oder von Herzen danken kann. Dieses Thema von Herzen danken für einen Dienst, den man erhalten hat, ist eines der zentralen Themen, die es überhaupt gibt beim Dienen und Bedientwerden. Weil von Herzen danken kann man alles ausgleichen. Von Herzen danken kann man alles ausgleichen. Den Dienst der Eltern, den Dienst des Lehrers, den Dienst des Geliebten, der Geliebten. Wer aber damit Schwierigkeiten hat, von Herzen zu danken, der wird ganz schnell in einen Zustand des Übergedienten kommen. Die Schuld, die er anhäuft, dadurch, dass er den Dienst nicht ausgleicht, wird so übermächtig, dass ihm oft nur der Ausweg bleibt, ich sage jetzt mal ganz flaps, den Dienenden zum Arsch zu machen, ihn zu verstoßen, ihm irgendwas zu unterstellen oder, um aus diesem Dilemma der Schuld, die durch einen Dienst entstanden ist, zu entgehen. Darum ist es immer wichtig für den, der diesen Dienst leistet, dass er sehr genau darauf achtet, gerade als Lehrer, gerade als Liebender, ob diese Herzensbildung im Gegenüber, die das von Herzen danken, dann möglich macht, ob die wirklich gegeben ist. Sonst muss man seinen Dienst irgendwie regulieren, dass man nicht den anderen durch die Hingabe des Dienstes, man könnte fast sagen, wie davon treibt. Das habe ich leider in meinem Leben mehrere Male erlebt, als Lehrer, aber auch als Liebender. Und das ist auch ein Teil meiner Lehrerfehler, dass ich da einfach kein Auge drauf hatte, ob ich den anderen mit meinem Dienst nicht überfordere. Das nur noch mal auf Gabis Bitte hin, auch über die Problematiken des Dienens zu berichten. Genau, und da habe ich nämlich was anzuschließen, ne, was besonders die Frauen betrifft. Vielleicht auch eher die Frauen so aus meiner Generation oder bis 50. Ich weiß nicht, ob die
die neuen Frauen das schon ein bisschen mehr überwunden haben, weil wir sind natürlich auch groß geworden mit dieser Erziehungsgeschichte des Dienstes. Und unsere Aufgabe war, die letzten 20 Jahre überhaupt rauszufinden, wo bin ich im Dienst und wo bin ich in einer, heutzutage nennt man das, Co-Abhängigkeit. Ja. Das finde ich ein extrem wichtiges Thema, weil wenn der Dienst aus einer unbewussten Co-Abhängigkeit kommt, also einfach daraus, dass du im Leben eines Menschen eine besondere Rolle spielen willst oder du willst dich aufopfern, um deine Anerkennung zu kriegen, dann ist auch dieser Dienst Hexenmilch. Das ist keine wirkliche Nahrung. Und das ist das, wo sowieso, glaube ich ja, in meiner Welt, wie unser Peter immer so schön sagt, dass alles ständig immer überprüft werden muss. Ne? Weil wir glauben natürlich sehr gerne und sehr lange, nein, das ist alles mein edles, wunderbares Herz, um dann irgendwie mitzukriegen, nee, das stimmt nicht. Ich habe da auch eine ganz schön faule Absicht dahinter. Und dieser Prozess, das ist ja der Prozess, in dem wir alle sind. Wie Hermann Hesse, ich zitiere nochmal, so schön sagt, der Mensch ist ein Entwurf zum Menschen hin. Und gerade der Dienst ist auch wieder eine Sache, wo man sich selber sehr gut überprüfen kann. Also immer wieder seine eigenen Absichten und Hintergründe überhaupt zu erfragen und zu reflektieren. Und man kann es auch manchmal ein bisschen spüren daran, wie die anderen imstande sind, diesen Dienst zu nehmen. Weil wenn da sehr viel Krauses kommt, sehr viel Gegenwehr oder man ständig das Gefühl hat, man wird nicht gesehen, gewertschätzt und so weiter und so fort, dann könnte das unter Umständen auch ein Hinweis sein, nochmal in die eigene Absicht zu schauen. Das finde ich sehr wichtig. Und das, vielleicht betrifft es mehr die Frauen, ich weiß es nicht. Also was ich gerade ganz doll inspiriert von dem, was du gesagt hast, dazu noch sagen möchte, ist, als jemand, der wirklich von Herzen dient, habe ich die Erfahrung gemacht, dass mein Dienst ganz oft nicht wirklich genommen werden kann, wenn ich mir dieses Dienstes nicht wert bin. Der Dienende sollte immer schauen, dass er ein Objekt seines Dienstes hat, was sich von einer eigenen Haltung, von einer eigenen Struktur, von einer eigenen Annahme dessen, was derjenige ist, es sich wert ist, diese Form von Dienst zu bekommen. Wenn jemand das Gefühl hat, ich bin eine Königin, dann kann jeder Gefährte mit ganzem Herzen dieser Königin als ihr erster Ritter dienen und andersrum natürlich auch. Ich rede jetzt mal nur aus meiner Perspektive. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich bin eine unwürdige Magd und ich dann mit diesem Dienst beschenkt werde, reagiere ich oft verächtlich dem gegenüber, der dient, weil in mir gibt es ja ein Programm, wie kann man nur jemand wie mir so dienen, wenn jemand mir dient und ich mich aber so wenig wert empfinde, dass mir gedient wird, dann kann ja mit dem eigentlich was nicht stimmen. Und dann gibt es die Abwertung des Dienenden. Also ein gesundes Verhältnis, wo der Dienst wirklich seine ganze Magie, seine ganze Entwicklungskraft, sein ganzes Schöpfertum entfalten kann, ist, wenn der Dienende aus einer Haltung der Würde und der Kraft heraus auf jemand trifft, der diesen Dienst, und es kann nachher dann auch genauso andersrum sein, aus einer großen Wertigkeit, ich bin es mir wert, dass man mir so dient, diesen Dienst nehmen kann. Und dann können unbeschreibliche Dinge passieren, dann können 24. Himmel erobert werden, dann können Kathedralen gebaut werden und so weiter und so fort. Also das ist mir nur noch mal ganz wichtig, auf die Falle des Dienens hinzuweisen und ganz wichtig, ich muss es mir wert sein, dass ich diesen Dienst kriege, weil ich erlebe immer wieder Menschen in der Praxis, die sagen, ja, das habe ich ja noch nie erlebt, dass mir jemand so gedient hat. Und dann ist eben einfach die Frage, bist du es dir denn wert, dass dir jemand in solcher Inbrunst dienend wirklich gegenübersteht?
Ja, Gabi. Ich möchte noch mal einmal auf eine andere Ebene gehen, ne? Also gerade jetzt in diesen Zeiten, wo es ziemlich schwierig ist, auch überhaupt mit jemandem so zusammenkommen zu dürfen, dass man sich auf die Art und Weise, die du gerade beschrieben hast, auch dienen kann, ne? Und ich glaube dir das aufs Wort, dass sich alle 24 Himmel öffnen und die Kathedralenglocken läuten. Ne, weil auch im Sufismus heißt es, die Ehe oder die Beziehung ist der erste Himmel. Und ich möchte nochmal auf einen Aspekt auch zu sprechen kommen, des Dienens, nämlich das Dienen als spiritueller Weg. Ne, wo zum Beispiel in den östlichen Traditionen, auch im Sufismus, wo das eine Ehre ist, zum Beispiel dem Meister zu dienen, wobei man natürlich niemals dem Meister dient, sondern immer der größeren Sache, die dahinter steht. Es beinhaltet aber auch, dass du für die Zeit, während du im Dienst bist, meinetwegen du servierst den Tee, deine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass alle, die zuhören und der spricht, immer frischen Tee haben. Da musst du in der Zeit dich unter Kontrolle haben. Du darfst auch nicht in Verzückung fallen über das, was der Meister spricht oder was gerade für eine wunderschöne Meditation ist, sondern deine Aufgabe ist, mit Achtsamkeit und Klarheit dafür zu sorgen, dass alle Tee haben. Und das ist eine unbeschreibliche Übung. Und da geht es auch immer um das Ego, wie man das im Guten und wie im Schlechten einfach bündeln und zentrieren kann. Und wenn man anfängt, den Dienst wirklich auch als Schulung zu sehen, dann, also jede Mutter weiß das, der Dienst an ihrem Kind eine der höchsten spirituellen Schulungen ist, die man eben überhaupt durchlaufen kann. Also damit, mit dem Gedanken, möchte ich mich heute von euch verabschieden. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Danke. Und nochmal zurück an Andreas. Oh. Ja, ich weiß, dass ich euch dienen will, euch dienen möchte. Und darum bitte ich euch um ein Feedback für diesen Dienst, den ich, den wir, den Gabi und ich euch hier auch leisten mit diesen UFA-Gesprächen. Und ich bitte euch, dass ihr uns einfach immer wieder mitteilt, wenn ihr Themen habt, die ihr besprochen haben wollt und wir uns dann einfach auf diese Themen einschwingen. Das machen wir total gerne und das ist dann auch für uns total inspirierend. Und worum ich euch bitte ist, dass ihr, wenn ihr wirklich etwas habt, was ihr anders haben wollt oder was ihr stärker ausgeleuchtet haben wollt, dass ihr uns auch das mitteilt. Abschließend möchte ich einfach nur sagen, es gibt ja unterschiedliche Formen des Yogas. Und die Form des Yogas, die ich von meinem Guru Babaji gelernt habe, ist das Yoga der Hingabe, des Bhakti. Und in diesem Yoga ist ja im Grunde der Dienst mit inbegriffen. Und Babaji hat immer gesagt, Bhakti ist der schnellste Pfad zur Erleuchtung durch Dienst, durch Hingabe. Und Rudolf Steiner hat mal geschrieben in diesem wunderbaren Büchlein, die Erlangliche Erkenntnishörer Welten, die vornehmste Eigenschaft des Geistesschülers muss die Devotion sein, die Fähigkeit, sich dem Weg hinzugeben und dem Weg zu dienen. Das vielleicht nur noch mal als abschließende Worte von großen Geistern, Babaji und Dr. Steiner, die tiefe Ehre hier mitgegeben und Gabi die tiefe Ehre gegeben, weil ich weiß gar nicht, ob ich schon mal in meinem Leben in der Lage war, über diese Themen so zu sprechen. Oder ob es vielleicht auch eine Folge dieser tiefen Inspiration ist, die ich hier durch Gabi erleben darf und die natürlich ganz viel mit ihrem eigenen Weg des Dienstes in ihrer sufistischen Tradition zu tun hat. Also in dem Sinne, mögen wir alle eine gesunde und kreative und magische Form des Dienens finden. Mögen wir alle in einen Zustand kommen, wo wir es uns wert sind,
dass man uns dient. Das wäre mein großer Wunsch an diesem wundervollen Sonntagabend. Und wir sehen uns wieder nächsten Sonntag hier in der UFA zu den UFA-Gesprächen mit Themen, die ihr euch bei uns wünscht. Und ich ende mal mit dem Satz meines herrlichen YouTube-Kaisers Jesko, der immer sagt, für dich, für mich und die Erben der Zukunft. Ist der Name oder der Frieden sei mit euch.